Hallöle und guten Tag, hat er gesagt, und willkommen in Niederwür, das Dorf mit Problemen anscheinend. Und wir müssen uns hier kümmern, beziehungsweise mal ein bisschen uns umgucken hier. Können wir noch was mitnehmen? Nö, war hier, es war ein fettet scheiß Bärenfell auf dem Boden, aber das können wir natürlich nicht stibitzen. Okay, dann gehen wir einfach nur raus. Warte mir. Ich kenne das Flüstern an dem Hügel. Der blutige Baron heißt so, weil er verrückt ist. Jeden Morgen gurgelt er mit Dämonen. Wir singen dir ein paar Gebete. Und bitte die Götter, dass das Traumgeflüster dich nicht wieder in den Wald führt. Du hast einen Beruf. Das bedeutet weniger Hunger für dich. Okay, ja. Nee, ja. Wird so sein. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ah, weiß ich nicht. Ich wurde da als Kind ganz schön irgendwie. Ich war immer frech und bin mit Stecker durch ein Dorf gerannt und dann habe ich immer Leute beleidigt. Und dann kam dann irgendwann so ein Hexer und hat das dann mir voll ins Gesicht gehauen, weißt du? So, Kirschner sucht Arbeit. Kirschner und Lederer, 20 Jahre Erfahrung, nimmt große und kleine Aufträge an, macht und repariert feine oder auch abgetragene Kleidung, zuverlässig und pünktlich. Holt das Material ab, liefert die fertigen Waren, stets mit einem Lächeln. Schurri Schwarzstrauch. Cool. Stopf- und Flickarbeiten. Mann, ist aber ein fleißiges Volk, ne? Holla die Waldfee. Wenn man es anziehen kann, kann ich es flicken, nähen, ausbessern oder anderweitig wieder neu werden lassen. Habe schnelle, sichere Hände. Garn und Flicken sind im Preis enthalten, aber wenn es mehr als eine Elle Stoff bedarf, müsst ihr den Stoff mitbringen. Zahlung in Eiern, Getreiden oder Kartoffeln bevorzugt. Kostenloser Köter. Gebe mein Fido an den, der sich um ihn kümmern kann und verspricht, ihn nicht zu essen. Lieber braver Hund, gehorch dem, der ihn füttert. Aber ich habe kein Futter mehr. Idealer Wachhund für Hof und Garten. Idealer Hütehund auf der Weide. Schläft gerne in der Scheune. Wer ihn nehmen kann, soll zu Baxter kommen. Töpfe und Keramik aus eigener Herstellung. Biete Töpfe, Becher und Vasen feil, geformt und gebrannt von einem reinen Lehm aus Kleinweg. Achso. Ganz nach euren Geschmack. Dekoriert und schlicht, aber alles so hübsch wie ein Milchmädchen und doppelt so robust. Gerber. Ey, die sind echt sehr fleißig, ne? Halt dein... Entfleischung, Gerber, heute von Rehenwölfen und Bären. Preisverhandlungssache. Robert. Robert Baratheo. So. Auftrag Monster aus dem Sumpf. Wer dies lesen kundig ist, der lese dies hier gründlich durch, auf dem das ganze Dorf um weit und breit bekannt werde. Im Sumpf, wo wir Torf stechen, haust eine Bestie, die Menschen frisst und einen tödlichen Nebel absondert. Ein Nebeling. Wer ein Schwert zu führen weiß und sich etwas verdienen möchte, soll wissen, dass ich für den Kopf der Bestien gut bezahle. Alle anderen sollen sich von dem verfluchten Sumpf fernhalten, wenn ihr... Leben lieb ist. Wenn ihnen ihr Leben lieb ist, sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Leslav. Leslav klingt gut. Ich hätte nichts gegen so einen kleinen Auftrag. Ja, ich will den nicht lesen, ich will den machen. Wie kann ich den Auftrag machen? Hexaufträge, hier. Ne, hier muss ich runter. Hanna aus dem Wald. Monster im Wald wählen. Ist das hier? Mit Leslav? Nee. Das Ding aus dem Sumpf, Level 12. Ja. Ach, das schaffen wir. Das glaube ich schon. Ich würde das auch direkt machen. Wenn mein Mann nicht immer in der Taverne. Komm, wir machen hier einfach jetzt das Feld ein. Ich hoffe, ich fahre jetzt hier nirgendwo runter. Das ist ja nicht, was der für ein Weg ist hier, den ich so gehe. Ist hier Nebel? Nö. Ist aber noch weiter Weg, ne? Muss ich jetzt echt hier rüber, runter? Ach, das ist ja... Mann, da hätte ich aber... Da hätte ich doch wieder anders machen können, ne? Aber naja, los, komm. Jetzt haben wir den Weg schon gewählt. Können wir denn zurück mit Schnellreise machen? Ey, hier waren wir doch hier mit Hansi. Da ist da oben seine Stimme gewesen. Moin. Am Ende, was?
Durchhalten und kämpfen. Aha. Oha, was denn hier für eine Party? Naja, kurzer Prozess hier, ne? Ja, so viel Schaden haben wir nicht genommen. Guck mal, wir haben ein bisschen... Ah, jetzt habe ich hier 4 Leute getötet, ne? Und 2 werfen nur was ab. Das ist aber jetzt, weiß ich nicht, finde ich persönlich nicht gut. Nein, das gefällt mir persönlich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo deren Problem ist, ne? Dass die nicht einfach mehr abschmeißen können hier. So, Zwergenschnaps. Yeah, können wir selber herstellen. Rindtaube, Nissezweig. Sonst haben wir hier nichts. Naja, das können wir alles anfeuern. Was ist denn hier drin? Abgeschlossen. Mach auf hier die Hütte. Scheiße, warum müssen die abgeschlossen? Echt abgeschlossen. Ist aber uncool. Okay. Oh, oh. Wir gucken uns mal um hier. Sind hier denn noch Monsters? Nö. Sind hier denn noch Monsters eigentlich? Monsters. Ja, hallo? Okay. Hab ich genommen. Okay. Oh, Triple Fire. Ha! War aber der eine ganz schön mute. So, komm her. Habt ihr gesehen? Mit Block. Ja, Sioni arbeitet manchmal auch mit Block. Ja, das ist ganz cool, ne? So viel Schaden ist gar nicht. Aber wie sieht denn das eigentlich aus? Schon lange nicht mehr geguckt, liebe Leute. Mit hier unser Character Point. Wir haben ja 2 verfügbare Punkte und keiner sagt uns Bescheid. Was ist denn das für eine Kacke? Und wir haben ein zweites Muttergen frei. Was ist denn hier los? Verteidigung. Kernfähigkeiten und kann nicht verbessert werden. Ja, ich will nur mal trotzdem gucken. Aber das sind ja Kernfähigkeiten. Was haben wir hier? Entschlossenheit. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 20% verringert. Lichtreflexe beim Ziehen mit der Arme. Ja, das interessiert keinen. Beim Parieren werden Pfeile ab. Interessiert auch keinen. Erhöhter Schaden des starken Angriffs. Nee. Wir machen den erstmal. Können wir bei Igni weitermachen? Können wir nicht weitermachen. Stufe 18. Ach, Lecco Mio. Aber wir können bestimmt... Was ist denn das hier eigentlich? Alchemie. Erhöhter Toleranz. Erhöht die Überdosis-Schwellenwert von 75 auf 80. Wirkungsdauer des Tranks plus 5%. Ja, das klingt doch mal nice, ey. Cool. So, und dann haben wir hier natürlich die Mutters und Genes. Aber hier haben wir nur immer Vitalität. Und das ist hier Zeichenint... Ja, das machen wir auch mal ein. Die Frage ist nur, hier haben wir jetzt ja nicht so viel, ne? Wir haben auch keinen Punkt mehr. So, die beiden haben wir drinne, den haben wir drinne, den haben wir drinne. Müssen wir den auch reinmachen? Ja, den müssen wir auch reinmachen. Aber das ist ja kein Problem. Ja. Also hier, das war eben mehr... Oder unsere Tränke besser wirken, ne? Das können wir auch noch ausbauen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht eigentlich. So, sind hier eigentlich noch Monster? Kann ja mal sein, dass es zweimal funktioniert, ne? Ich weiß nicht, ob ich schon gespeichert habe. Ich bin schon wieder so richtig fickrig heute. Ich muss ja auch mal gucken, ob das hier alles denn so logisch ist, ne? Oh, okay. Das ist kein explodierender Scheiß, ne? Okay. Muss ich hier jetzt außen rum oder was? Ich weiß es noch nicht so richtig. Was kommt, wir gehen hier immer durch. Okay, einfach nur rein. So, dann untersuchen wir mal den Dreck hier. Hier haben wir irgendwie was.
Was ist das denn? Die Leiche ist schon fast ganz verwest. Na, war schon länger nicht mehr hier, auf jeden Fall. Was blubbert denn hier so eklig? Ach, da können wir denn verfolgen, okay. Wir gucken erstmal, was hier Schönes drin ist. Ein Fläschchen. Zwergenschnaps ist mir lieber. Meteoritenerz. Glühendes Erz. Und Bärenfell. Auch noch ein Bärenfell. Ein und ein Bären. Oh, da ist noch was. Noch ein Bärenfell. Drei Bärenfelze. So, das wollen wir auch noch haben. Okay, wir speichern mal. Und dann können wir mal den Duft folgen hier. Okay. Also. Man sieht es ganz schlecht, Jungs und Mädels. Ich muss das Auge benutzen. Ja, ich muss hier erstmal Sauerstoff benutzen. Eine Illusion. Meine. Ich brauche Sauerstoff. Okay. Ich weiß nicht. Ich mach mal ein bisschen Licht. Fackel an. Hallo. Hallo. Oh. Ich weiß doch gar nicht, was jetzt so kommt, ey. Also hinten haust irgendwie was. Hier ist ein angeknabbertes Pferdchen. Oha. Kommt da oben jetzt was? Hallo? Wie da, wer? Was bist du denn für ein Vieh? Ja, auf jeden Fall ein Nebeling. So, wir schauen mal kurz. Nebelinge. Okay. Fehlgeborene kennen wir alles. Nebelinge, ne? Die brauchen natürlich denn Nekrophagenöl und vielleicht Mondstaubbombe. Können wir mal gucken bei... Ob wir das schon können, Mondstaubbombe. Mondstaub. Kennen wir noch gar nicht. Aber das Öl kennen wir. Und das werden wir uns auch raufhauen. Das Nekro. Geisteröl. Ist kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob wir die mal einfach reparieren. Unser Silberschwert. Weil wir haben ja jetzt ein paar hier, ne? Ich würde einfach Gesellen. Ja, gut. Und, ach ja, was hat noch geholfen? Stopp mal, wir müssen ja hier nochmal gucken. Was? Hallo? Hallo? Wo ist der? Mal hier, Nebelinge. Quen hilft, okay. Nein. Ja, du bist ein kleiner Scheißer, ne? Komm her! Komm schon. Okay. Double Hit. Oh. Okay, so einfach ist er gar nicht. Oh, da muss ich mich ein bisschen... Oh, stopp mal, ich setze mich erstmal anders hin. Papa muss ja mal anders sitzen. Ne? Dafür ich bin ja nicht in meiner Kampfposition hier, dass ich sagen kann, so... Huh, die machen wir jetzt. Aber jetzt, pass auf. Ne? Ich gespeichert davor. Ich bitte. Ich bitte nicht wieder 80 Kilometer latschen für so eine
Scheiße. Die machen mal platt, dann los, komm. Endlich mal wieder ein richtiger Gegner. So ein Ertrunkener, der so, ja, ich kann mich eigentlich auch gleich hinlegen und sterben, ne? So ein richtiger Gegner eben halt, ne? Moment, hängt da ein Öl drauf? Ne. Bin ja hier mittendrin statt nur dabei. Moment. Ah, ich bin so durcheinander, ich weiß gar nicht mehr, wohin jetzt hier. So, Nekrophagenöl. Genau. So, dann haben wir ja... Bin total durcheinander. So, ditte. So, Quen bitte noch. Oh, der macht aber hier ihn auf provokant, ne? Ja, komm her, ja. Okay. Komm her hier. Ja, stirb jetzt hier. Du Sohn eines Geistes. Du bist doch geistlos, du Vieh. Da hat dich der Stein gerettet, du Bastard! Wo ist das Vieh? Wo ist es? Komm schon. Oh, knappe Geschichte. Knapp, ganz, ganz knapp, ne? Ich glaube, hätte er mich jetzt nochmal gehittet, dann wäre er schon wieder vorbei gewesen, ne? Monster-Ohr. Monster-Speiche, Monster-Knochen. Oh, ich hab neues... Yay! Das hat sich richtig gelohnt. Ich hab ein neues Schwerherd. Also, ein Nebelmutagen, das müssen wir gleich mal angucken. Das ist auch ganz gut. Irgendwie ein Zahn, glaube ich. Und hier die Trophäe. Krass. Naja, lohnt sie immer, ey. Komm her jetzt hier. Ritsch. Geil. Was ist denn das für ein Schwert? Haha, und sogar besser. Und eine Stahlwaffe sogar. Geil. Boah, cool. Das ist hier kleiner. Ich habe nur kleine, ne? Habe ich auch normale? Ne, wa? Chance auf betäubend. Plus 2%. Zeichenintensität. Das ist doch mal gut. Den machen wir schon mal rein. Adrenalingewinn. Auch rein. Was ist das? Taumeln. Nee. Chance auf Verbrennen. Ja, den machen wir auch. Alles rein da. Einfach so, weil wir das können, weil wir einfach cool sind, ne? So, und dann hatte ich ja noch Mutters Gene. Nee, stopp mal. Wie war denn das? Wo kam ich zum... Nee. Ach, Oma wollte ich ja nochmal durchlesen, ne? In Kriegszeiten trifft man viele Leute, die ein grausames Schicksal erlitten haben. Gerard war da ja nicht schockiert, als er in den Sümpfen von Wien auf eine Frau stieß, die von den Kindern in ihrer Obhut Oma genannt wurde, offensichtlich fürchterliches mitgemacht hatte. Welche Schatten auf ihr lasteten um die Waisen, kümmerte sie sich liebevoll und sorgsam. Gerards erste Gesprächsversuche führten zu nichts. Er konnte Omas Misstrauen erst mit der Hilfe von Göttlings Hansi überwinden. Für diesen reichten ein paar Worte um. Die Frau war bereit, Gerard zu helfen, mit dem mysteriösen Herrn des Waldes zu sprechen. Jo. Das haben wir mitgekriegt, ne? Ach hier, Charakter. K wie Charakter. Wollte ich mir eigentlich merken? Habe ich nie gemerkt. So, was kann der denn? Zeichenintensität. 5%. Aber ist denn jetzt das gleiche, ne? 5%? 5%. Der kann nicht mehr.
Der kann nicht mehr als sonst. Aber ist ein Relikt. Also deswegen auch cooler. Wahrscheinlich cooler. Denke ich mal cooler. Cooler, cooler. Warum ist da jetzt eine Brücke drinne? Da jetzt nicht. Wenn ich jetzt hier... Oh! Was ist denn das für ein Trick? Alter, ich bin einfach mal der Coolste, ey. Ich glaube, jetzt kriegt zwar kein Leben, doch, der tickt trotzdem. Habe ich gerade gesehen. Was gibt's hier denn noch in der Höhle eigentlich? Ich würde trotzdem mal ein bisschen weiter gucken hier, weil fürchten tue ich mich nicht. So, hier ist der Ausgang. Wahrscheinlich, wo ich reingekommen bin. Aber es geht doch hier noch tiefer, oder? Oder ist hier auch ein Ausgang? Ah ne, hier bin ich reingekommen, ne? Was ist hier noch Schönes? Alle aufgefuttert. Jetzt sind hier alle richtig aufgefuttert. Ah, nichts, wa? Gibt hier einfach nur nichts. Eingang, neue Markierung. Hier waren doch gerade da. Ja, die gönnen wir uns noch zum Abschluss der Folge. Gönnen wir uns hier noch, denke ich mal, die Ertrunkenen. Nee! Das ist ein Moornixer. Das kann ja jetzt auch nochmal interessant werden. Ah, der hängt fest. Ich wollte aber speichern. Oh, der andere ist aber... Moin! Seid ihr die Weiterentwicklung? Oder was? Also jetzt, ich weiß nicht, war übelst konzentriert. Aber so krass waren die jetzt auch nicht, ne? Aber es reicht für einen Anfang. Ich würde jetzt nicht übertreiben, weil ich will jetzt nicht sterben. Das haben wir jetzt geschafft. Dann müssen wir nach Niederwirt wieder zurück in der nächsten Folge. Und dann machen wir den eigentlichen Auftrag für die Moomen. Also, bis zum nächsten Mal und zwinker, zwinker. Derjenige weiß schon wer. Bis dann, ciao.